Ja, Peace and Justice, herzlich willkommen. DSD Midnight Figure Feature, heute so ein kleines Astromech Special, beziehungsweise ein R4 Special. Ganz genauer gesagt, R4 M9 Special. Wie man sieht, habe ich zwei Stück aus der Power of Jedi Collection. Ja, hier schön mit Mouse Droid. Ich gehe gleich so nochmal näher ran. Nur einmal so zeigen. Ja, hier noch mit dem europäischen Aufkleber drüber. Und dann haben wir hier noch die Star Tours Version vom R4 M9. Wahrscheinlich steht er dann auch dabei Star Tours rum, würde ich jetzt mal so behaupten. Naja, hier sieht man es schon, wenn man da in dieses Spielding reingeht. Ja, wunderschön. Also ich sammle ja sowieso leidenschaftlich gerne diese kleinen Roboter. Beziehungsweise sind ja Astromech-Droiden, ne? Gehen wir mal ein bisschen näher hier ran. Hätte ich auch gerne lose, werde ich demnächst mal. Könnte man sich darauf spezialisieren, auch immer so ein bisschen mal, ne? Ein paar lose. Oh, das sind keine TIE Fighter oder so, wenn ihr denkt, das sind Züge, die gerade so durch die Gegend fahren oder hier vorbeifahren. Hier nochmal schön das Foto. Ja, das ist dann wahrscheinlich die, klar, Star Tours im Disneyland. Sehr geil, einmal die Rückseite noch, Collection 2, wie man hier noch sieht. Haben wir hier noch ein bisschen Text. Genau, Starspeeder heißt das Ding ja, die es auch als Modelle gibt. Ne? Oh, ein Kumpel hat auch noch, glaube ich, einen zu verkaufen. Einen von den Kleinen halt, der Geräusche macht. So. Leider nicht den Großen. Aber vielleicht ist er irgendwann trotzdem mein. Man weiß ja nie. Ah, ja, oder, ne? Collection 2, Power of Jedi. Da ist schön mit dem Mouse-Droid. Super. Ich wollte nur noch den Tarkin mit Mouse-Droid. Ja, die sind schon geil. Also ich sag mal, wenn du da so hunderte verschiedene hast, so, ne, das macht das schon was her. Das geht schon. So, einmal hier Rückseite. Was haben wir für ein Jahr? 2002. Ja, der kann mir auch zwischendurch mal meinen Computer hier reparieren. Dann kann ich vielleicht auch mehr aufnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Ja, gut. Dann habt ihr, ne, hier selber gelesen. Was war der auf Attentive? Ach, das ist der von Attentive. Jetzt raff ich das erstmal. Müsste man den ja vielleicht sogar jetzt bei Rogue One noch gesehen haben, ne? Jetzt nochmal eben gucken, von wann der hier ist. 2002 auch. Ja, gut. Ja. Wie gesagt, wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Sammeln, was auch immer. Gebt euch die anderen Reviews hier vom Fantastic Toys und Merchandise. Was gibt's denn noch so schöne Sachen? Ja, Star Wars Nut finde ich auch super. Da guckt einfach mal, was ich so abonniert habe bei mir. So, da sind auch ein paar schöne Sachen. Aber die meisten Freaks oder so, die das jetzt gucken, die wissen sowieso, wo sie hin müssen. Ne? In diesem Sinne, auf in weite Fernen, durch die Galaxie, darüber hinaus und noch weiter. Peace and Justice. Tschüss.